Wir sind zurück mit Salz und Licht in unserem LiveNet-Talk. Einmal im Monat ja, schauen wir immer auf die Zollikofen, zu dem Gemeindegründungsprojekt von Connect, wo sie gestartet sind oder aufgebrochen sind vor rund einem Jahr. Kuhns aus Thun weg, immer mehr eben geschaut haben auf die Zollikofen. Jetzt sind sie wieder hier, beide zusammen. Das zweite Mal, wo wir Susanne noch dabei haben, mit dem Kuno zusammen. Und ein bisschen können, erfahren, wie tut es mit ihnen, was ist abgegangen jetzt der letzte. Wir haben da so, weil es ein bisschen emotional ist, sie sind noch wie abmelden zu Thun. Und wir haben das Bild hier von Thun, dem schönen Thun her da, oder den Niesen sieht man hier und so weiter. Und ja, das Emotionale, das ihr jetzt gerade habt, der letzte durchgemacht mit Zügeln umbauen. Wie geht es euch dabei, Susanne? Also, Jesus hat uns ja wirklich so auf einen Weg genommen. Ich dachte, er ist so ein Schatz, er hat uns nicht überfordert. Wir hatten lange Zeit, für Abschied zu nehmen. Und dann, was dann auch wirklich darauf abgekommen, ich war am Putzen, die Wohnung abgegeben, und du bist dann abmelden. Und dann ist das, wie hat es geheißen? Nur bleiben ist schöner. Wirklich, also richtig. Eben mit so einem kitschigen Bild. Mit so einem schönen Bild von Thun. Und ich merkte, wie stolz die Thunerin eigentlich war. Mhm. Das hat mich schon, ja, das hat schon noch so etwas gemacht. Und gleich, jedes Mal, wenn wir das Zollikofen waren, habe ich gewusst, es ist richtig. Und wirklich vom ersten Tag an, wo wir jetzt das Zollikofen sind, weiss ich, es ist gut. Und wir sehen sogar Berge. Wirklich. Das ist schön. Genau. Und ihr habt ja jetzt ein Häuschen bezogen, so für eine provisorische Lösung, müsste man sagen, oder? Mhm. Und nebendran, oder vis-à-vis seid ihr im Umbauen dort, mhm, bei dem Haus, wo ihr eigentlich dann zumal schon im Herbst letztes Jahr gesehen habt. Ja, das, oder? Mit dem Feigenbaum. Das mit dem Feigenbaum, den, ja, du dann erzählt hast, gell? Mhm. Genau. Das haben wir jetzt können kaufen, wirklich auch übernatürlich, es ist ein Wunder. Mega Wunder, 200'000 Franken günstiger, als es eigentlich wert hat. Also der Banker, ja, hat gestaunet. Das ist einfach Jesus. Ja, wow. Ja. Schön. Ja, cool, noch mal bei dir wieder nachhören, wie es so ist im Moment. Wie hat es bei dir noch einmal da? Jetzt, so dass eben wirklich, du hast ja gesagt, auch das Ganze mit der Hängwiederdreckung machen, oder? Das trifft jetzt alle. Baustelle habe ich schon erwähnt vorhin, oder? Jetzt seid ihr am Umbauen. Aber auch das Abmelden in Thun und Tschüss sagen. Ja, also das Abmelden hat mit uns viel gemacht und wir haben ja viel mal Thun, Zollikofen sind wir gefahren. Und wir haben gemerkt, was uns am meisten geholfen hat, gell? Wenn man manchmal so in diesen Blusen reinkommt, von Selbstmitleid, das ist ja völlig lächerlich eigentlich. Aber dann haben wir echt gesagt, komm Susi, wir tun Gott anbeten. Und dann haben wir echt auf dieser Autobahnstrecke einfach Gott anbetet. Nicht nur für das, was er macht, sondern für das, was er ist. Und das hat uns immer wieder Nase über das Wasser gebracht. So. Ja. Und hat uns wieder, ja, nicht nur ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, mhm, sondern eine Freude, dem Gott dürfen zu dienen, mit dem dürfen, mhm, unterwegs sein. Und gleichzeitig hat es auch, ja, immer Herausforderungen gehabt. Also ich bin nicht der Handwerker, aber jetzt bin ich da auf einmal reingeschlittert, dass wir das Haus umbauen. Und ich habe ja immer gesagt, ich möchte wieder die Hängdreckung machen. Und darum möchten wir eigentlich noch neu anfangen und in die Gemeindegründung zurückgehen. Und ja, das ist du eben so gekommen mit dieser Schlacke, dass ich nicht nur die Hängdreckung bekommen, sondern wirklich auch den dreckigen Ring bekommen. Genau. Und manchmal habe ich mich gefreut über all dem Guten und manchmal hat es so richtig angehängt. Genau. Und so sind wir noch dran. Also von dem her ist es viel Schönes, das Neue ist schön und das Alte loslassen. Ja, das macht etwas mit uns. Ja, das Bild, eben der Kuno so dieser Weg voll Dreck, das wollen wir den Leuten nicht vorenthalten. Wir blenden euch das gerne kurz ein, dass ihr seht, wie das hier da hat. Ja, wenn jetzt der Kuno eben in diesem Sinn die Hänge sich dreckig macht oder dir eben gemeinsam, das ist natürlich auch im übertragenen Sinn gemeint, ja, wieder anfangen, wieder die Knochenarbeit fast ein bisschen spüren, eins zu eins, oder? Beziehungsaufbau, Leute, die vielleicht ganz weit weg sind, überhaupt noch nicht erreicht sind. Und jetzt seid ihr dort drinnen. Wie tut es in diesem Ganzen jetzt mit dir, Susanne? Also mir tut es eigentlich schön, jetzt vor Ort zu sein. Als ging das Hin- und Herfahren war schon so ermüdend gewesen, und jetzt wirklich dort zu sein. Und wir haben auch kurz, wo wir, ja, vielleicht nach 3-4 Wochen gezügelt haben, haben wir so ein Nachbarschaftsapparat gemacht, wo wir
mit Flyer einfach ringsum die Nachbarn eingeladen zum Apéro bei uns im Garten. Und so haben wir die Leute schon ein bisschen kennen. Und das ist anfangs ein Provisorium, wo wir drinnen wohnen, aber unser Haus, das wir gekauft haben, ist wirklich die gleiche Strasse, also ist wirklich die Strasse vis-à-vis. Und von dem her werden wir die gleichen Nachbarn dann haben. Die Nachbarn werden bleiben. Wir dann einfach noch ein bisschen mehr auf dem Strasse. Ja, ja, ich finde es einfach schön, auch im Team die Leute zu sehen. Wenn man ins Mikro geht, man sieht wieder Leute, das finde ich mega schön. Und einfach zusammen einfach zu wissen, hey, wir sind alle im gleichen Strick. Das ist so schön, so ermutigend. Ja. Also, ein Moment ist mir ja sehr reingegangen aus dem ersten Gespräch, das wir zusammen hatten, eben schon erwähnt, im September letztes Jahr war das, wo wir so darüber hatten, ja, Kuno hat irgendwie gesagt, ja, was vielleicht in die Hose geht, jetzt dort oder in diesem Zollikopf, jetzt gehen wir mal und so. Und du hast gesagt, das kann eigentlich gar nicht passieren, das könnte scheitern. Und ich meine, der Point of No Return ist ja in dem Sinne jetzt eh durch, oder? Also die Frage stellst du dir so gar nicht mehr. Also ich weiss einfach, es ist richtig, dass wir dorthin sind. Dass wir, und gleich, wenn es jetzt vielleicht nicht so kommt, wie wir uns das vorgestellt hätten, dann weiss ich einfach, Jesus hat einen Plan. Und er braucht alles. Alles wird uns zum Besten dienen. Auch wenn das vielleicht eben nicht so stromlinienmässig aussieht, so wie wir das jetzt uns hätten vorgestellt. Einfach nach am Herz von Jesus. Und ja, klar wünschen wir uns, dass wirklich jetzt mit dem Alpha-Kurs, den wir haben angefangen, dass da Leute Jesus lernen kennen in der Jüngerschaft, dass da wirklich Post abgeht. Das wünsche ich mir. Und gleich merken wir schon jetzt. Es ist nicht so einfach. Ja. Genau. Und gleichzeitig ermutigend, oder? Es ist so das Wechselbad. Wo man beide Elemente bringt das Reich Gottes immer wieder vor. So einerseits der Kampf, mit Paulus ist das beste Beispiel, und gleichzeitig die mega Freude an Früchten. Ich meine, wenn man mit Leuten anfangen, die Bibel lesen in diesem Dorf, ja, wo sich auf einen Weg machen mit Jesus, ich meine, das ist der Hammer. Also, und da sehen wir Früchte. Und gleichzeitig, wenn wir es nicht unter den Druck setzen, und sagen, ja, jetzt müssen wir irgendetwas in die Kunst tun, jetzt müssen wir jetzt etwas brillieren. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo du sagst, in die Hose gehen, ist nicht, wir messen das nicht an Frucht, sondern an unserem Gehorsam. Und das wollen wir leben. Und dann glauben wir, aus dem heraus kommt Frucht. Ja, jetzt sind wir schon wieder drinnen, so in dem Ganzen, was abgeht mit dem Team. Eben, Alpha hat er gestartet. Du hast das letzte Mal erzählt, Oster-Event in dem eigentlichen Sinn hat er nicht gemacht. Und was so vom Gemeindebau-Aspekt her, was ist dort hier? Wie würdet ihr das jetzt beschreiben, was ihr erlebt, die jetzige Phase? Ich würde sagen, es ist so die. Wir haben ja mit Kleingruppen angefangen, in den Häusern uns treffen, wöchentlich zusammen Bibel lesen, zusammen essen, also Leben und Lehrteile, Jüngerschaftsleben. Und dann haben wir jetzt die Leute eingeladen für Alpha Life in die Häuser. Und das fängt mega so. Mhm. Und zu merken, da bewegt sich etwas. Wir bauen Kirchen für die, die noch nicht da sind. Und gleichzeitig sind wir am Team immer noch formieren. Jetzt so die nächste Phase, wie es darum geht, in den nächsten 2-3 Monaten ein Team entstehen. Wir haben ganz viele Leute, die ganz viele Fähigkeiten mit sich bringen, so zu überlegen, Jesus, wie willst du die Bausteine zusammensetzen? Wir sind ja immer lebendige Bausteine. Mhm. Wie hast du das gesehen? Und da sind wir dran herausgefordert, aber auch mit einem sehr fröhlichen Weg unterwegs. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch noch gerade so eine Jüngerschaftsgruppe angefangen für Leute, die eben jetzt so Leitungsverantwortung übernehmen, wo wir uns wöchentlich am Morgen um 4 vor 6 Uhr treffen. Heute Morgen, 4 ja, vor 6 Uhr. 4 vor 6 Uhr. Wir werden vielleicht noch ein bisschen hoch ringen. Und um einfach zusammen eine Stunde, jede Woche zusammen eine Stunde unterwegs zu sein, uns zu challengen, uns gegenseitig zu ermutigen, herauszufordern. So sind wir etwa dran. Gell? Genau, ja. Wie hart ist es eigentlich auch spürbar, ob man jetzt oder in welches, sagen wir mal, Klima, das man reinbaut oder kommt jetzt mit diesem Projekt. Weißt du, wenn ihr zurückblendet, dann zumal, wo ihr zu tun eben gestartet habt, oder ist es ja völlig noch eine andere Zeit gewesen, oder man hat sich wahrscheinlich auch über andere Sachen gestritten,
oder darüber unterhalten, so gesellschaftlich gesehen. Also, ja. Ja, also ja. Ist das dann auch etwas, was man gut merkt? Darum haben wir eigentlich angefangen, das erste Meeting, ja, das war im Mai vor einem Jahr. Ja, das ist jetzt gerade das Jahr. Also im Mai 2020. Ja. Wo wir so die ersten Leute lernen kennen, haben wir einen Tag gemacht zum Thema, was wir glauben. Genau, das hat man vor 25 Jahren noch nicht müssen. Man nicht braucht denn. Aha. Und dann haben wir Fragen. Wäre wie klarer gesehen, ja. So. Ja, ja. Wir glauben jetzt auf dem stehen wir und so weiter. Mhm. Ja. Und wir immer wieder das Bild so braucht, ja, das ist der Weg. So ist unser Bus angeschrieben, da darf man einsteigen oder aussteigen. Und dann haben wir so über so Kernthemen geredet, das Erlösungswerk von Jesus, was glauben wir an die Autorität des Wort Gottes, aber auch sexualethische Fragen. Und mir hat es noch lustig gedacht, zu merken, wir haben einander nicht kennt. Wir waren da zuerst mal mit diesen Leuten zusammen gewesen, und die einen sagten, warum reden wir jetzt über das? Wir müssten doch jetzt einander lernen kennen. Und wir haben gemerkt, nein, wir wollen zuerst die Fragen klären, die so elementar in der Gesellschaft, die wir umstehen, um nicht in eine Beziehung hineinzugehen und nach 4 Monaten merken, hey, wir sehen es völlig anders. Und das wäre dann ein Herzschmerz, wo man merkt, hey, wir können nicht zusammen. Gell, das ist schon ganz anders. Das war uns wichtig, einfach von Anfang an, dass wir wissen, wir haben das gleiche Fundament, wir glauben das gleiche und nicht plötzlich im Bauen in, plötzlich so merken, hey, das sind so elementare Fragen, die wir so anders sehen. Und in der heutigen Zeit ist das sehr wichtig, dass man das klärt. Ja, weil es ist eben schon eine Zeit von recht viel Verunsicherung, wo man so den Eindruck hat, eigentlich, ob man jetzt eine neue Gemeinde gründet oder schon seit 10, 20 Jahren Gemeinde gründet, habe ich so den Eindruck, alle sind ein bisschen am Punkt des müssen es neu bekennen, so was sehen wir es im Fall, für das stehen wir, da positionieren wir uns, oder? Mhm. Und tun sich dort zum Teil auch sehr schwer damit, mit Farbe zu bekennen, das ist jetzt unser Weg, den wir gehen. Mhm. Ja, genau. Und wir werden auch eine Serie auf LiveNet jetzt ein bisschen machen über das Thema. Wir reden von den postevangelikalen Strömungen und dann aber auch die klassischen Evangelikalen, sagen wir jetzt mal. Kann man das so einordnen, wo jetzt dich dort hier drinnen bewegt? Oder das, also es ist ja vielleicht auch einfach etwas, was man intern klärt und gut ist, oder ich weiß es nicht. Ah nein, da können wir schon vorher dazu stehen, ich glaube. Also, ja. Für mich ist klar, wir sind nicht postevangelikal. Also, das würde mich abgrenzen. Nicht in einer Form von Lieblosigkeit, sondern in einer Form von Klarheit. Und ich glaube, wie du sagst, ich glaube, jede lokale Kirche muss die Frage klären, was wir glauben. Oder wie sind unsere ethischen, sexualethischen Fragen zum Beispiel. Und ich glaube, in städtischen Gebieten sind die Themen vielleicht noch heißer gehandelt, aber das wird in den nächsten halben Jahr bis Jahr werden so die ländlichen Kirchen müssen klären, hey, und Klarheit schaffen. Mhm. Ich glaube, Klarheit bringt auch Freiheit. Mhm. Und ein gesundes Wissen von welchen Weg gehen wir. Genau. Das sind unsere nächsten Steps. Ja. Also wie auch verstehen wir das Wort Gottes, genau, oder Lösungswerk, ja, wenn wir jetzt vorstellen kommen, ja, von Jesus. Glauben wir das noch, ja, dass genau. Jesus gestorben ist für unsere Sünde, oder ist das? Genau. Mhm. Da weiss ich einfach, ich bin nicht postevangelikal. Wie man mir das sagt, weiss ich auch nicht. Ja, gell. Das mit der Schublade, das ist immer so eine. Ja, genau. Da weiss ich am Schluss nicht mehr was dem Schluss. Ja, genau, aber genau. Ja, das ist so spannend. Unter dem Strich haben wir ja auch die Serie hier immer benannt mit Salz und Licht. Und das würde aber alle übereinstimmen, das wollen alle sein, oder? Mhm. Die einen haben das Gefühl, über das eher so Liberale, sagen sie dann, ein gutes Zeugnis in die Welt rein und Salz und Licht. Und die anderen eben wählen den Weg, den ihr geht. Und, voilà, das ist ein Thema, das auch mich ehrlich gesagt sehr stark beschäftigt, und was da in der Szene im Moment zu beobachten ist. Aber kommen wir wieder ein bisschen zurück, he? Jetzt noch einmal zu dem, was jetzt für euch im Moment ansteht, zu dem, was bei euch ein bisschen ansteht, der Frühling, Sommer. Auf was freut ihr euch am meisten, wenn ihr so jetzt gerade so auf die wärmere Zeit vorher schaut? Also ganz praktisch freue ich mich, wenn wir dann wirklich in unserem definitiven Zuhause sind. Ich bin
dauernd am Suchen. Wirklich, das ist meine Hauptbeschäftigung, Suchen. Mit welcher Kiste ist jetzt das? Mm. Wenn wir dann wirklich das da freuen. Gibt es dort ein Datum der auch schon? Oder? Zweite Woche Juli sollten wir dann können zügeln. Okay. Ja, und dann geht die Sucherei dann vielleicht noch mal los. Aber dann wird es dann mal das Ende finden. Ja. Ganz praktisch, ja. Aha. Ja, und ich freue mich so auf. Der Juli ist bei mir meistens so ein dienstfreier Monat. Also, wenn ich bewusst keine Predigten reinnehme, sei es mit Gym auf oder außerhalb. Und so, das, im Moment läuft unsere Agenda relativ hoch durch. Natürlich auch mit der ganzen Baugeschichte, aber auch sonst. Und ich freue mich so auf eine Zeit, einfach hier mal mit diesen Nachbarn ein Bier nehmen und mal da reinhocken oder es grillieren. Ja. Vielleicht stellen wir es ein bisschen romantisch vor, aber auch die Familie, oder? Wo näher das neue Ort. Genau, ja, genau. Ja. King auch, ja. Gross. Das freue ich mich sehr. Und gleichzeitig natürlich eben die Zeit auch zu nutzen, um neue Beziehungen, wir müssen nach wie vor dran, die Beziehungen zu stärken, in den verschiedensten Orten in Zollikofen. Ich freue mich, oh, wir haben das Gefühl, wir haben sehr viel Gunst, ja. Egal wo. Also, es geht nicht um uns, sondern Zollikofer sind so freundliche Menschen. Ja. Ja. Und wir sind wirklich gerne. Wir sind wirklich angenehm überrascht. Ich dachte, die sind so freundlich. Ich weiss auch nicht. Vielleicht hat da einfach Jesus die Leute. Genau. Susanne wird eine stolze Zollikoferin. Ja, wirklich. Ich komme so auf den Geschmack. Es ist nämlich so schön. Es gibt ganz viel Schönes. Man sieht, es geht um eine Bernstrasse, aber es gibt eben auch viel, was schön ist. Zum Beispiel. Es gibt ganz viele schöne Spazierwege. Ja. Super. Ja, eben freundliche Leute. Also. Ja, man merkt es. Auch mit dem gleichen Herzschmerz beim Loslassen oder, in Thun. Aber ganz viel wieder schon Schönes und Freude, die da rüberkommt. Und das strahlt. Und das macht total. Und ja, wiederum Freude, um das zu sehen und zu beobachten, was da abgeht. Und auch mit eurem Team. Genau, freue mich dann auf den nächsten Besuch. Gell, wir fahren weiter. Okay. Ohne darüber geredet zu haben. Ja, wenn du das sagst. Oder? Nein, ich würde sagen, es hat ja einige Leute, die das sehr gerne mitverfolgen, was da jetzt abgeht, was ihr erlebt miteinander. Und ich bin gespannt, ich weiss noch nicht, wer recht dabei hast. Lassen wir uns überraschen, genau. Was der nächste Monat bringt. Merci vielmals, Susanne, Kuno, für das Gespräch. Ist gern geschehen. Seid gesegnet weiterhin in diesem Zollikofen. Danke vielmals. Merci. Das also wieder so ein Report vom Monat jetzt, anfangs diesem Monat, was so läuft eben mit dem Connect Zollikofen und was es mit dem Ehepaar Kuhn so macht. Gefühlsmässig haben wir jetzt vernommen. Bin gespannt, was der in einem Monat wieder abgeht und wer den Kuno wird mitbringen wird als Gast oder ob er alleine da ist und irgendein spannendes Thema. Auf jeden Fall abonniert ihr den Kanal unbedingt. Abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Auch gerade, wenn es jetzt in die Serie geht mit dem Thema, das ich schon ein bisschen angeteasert habe. Ich glaube, es wird eine spannende Zeit auch jetzt wieder auf uns zukommen, auch hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich, dass ihr mit uns kommt. Bis dann. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.